Moin Leute, hier ist wieder TGW und heute mal wieder ein kleines Tutorial für euch. Also habe ich für euch, ne, ja genau. Genau, ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein Minecraft-Tutorial für Anfänger. Also ich gehe jetzt davon aus, ihr habt von Minecraft gehört und findet das total cool und wollt das unbedingt selber mal spielen und ausprobieren oder so und kennt euch aber überhaupt nicht damit aus. Und ja, ich gehe auch mal davon aus oder ich zeige euch jetzt auch einfach mal, wie ihr da dran kommt. Und zwar müsst ihr dafür auf die Seite www.minecraft.net gehen. Da stelle ich euch den Link auch nochmal unten in die Beschreibung. Und so sieht das dann aus, wenn ihr da drauf kommt. Dann müsst ihr euch erstmal registrieren. So, da müsst ihr halt eine E-Mail-Adresse eingeben und Passwort und so. Ich habe natürlich schon eins. Deshalb werde ich das jetzt nicht nochmal machen. Ich kann euch das auch so zeigen. Auf jeden Fall sieht das dann eigentlich genauso aus. Und dann könnt ihr, also dann ist hier entweder Buy Now, Play the Demo oder Download It. Und also ihr könnt hier entweder mal die Demo ausprobieren. Ich finde es allerdings nicht so gut. Aber probiert es einfach mal aus. Auf jeden Fall, ich empfehle euch dann, das zu kaufen. Dann müsst ihr hier auf Buy Now. Und dann könnt ihr euch das hier kaufen. Das kostet momentan 19,95. Das ist anscheinend billiger geworden. Ich habe es mir, glaube ich, für, keine Ahnung, waren das nicht 23 Euro oder so? Keine Ahnung. Wenn es billiger geworden ist, dann habt ihr auf jeden Fall Glück. Und auf jeden Fall, wenn ihr das dann gekauft habt, ich logge mich mal kurz ein bei mir. Und dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn man das gekauft hat. So, ich logge mich jetzt hier mal ein. Auf Home. So, dann sieht das Ganze so aus. Vorher stand ja hier Buy Now. Und jetzt, und Play Demo und so. Und jetzt steht hier nur noch Download Now. Da können wir mal draufklicken. Und ja, dann kann man sich das hier halt runterladen. Hier Minecraft für Windows ist das dann wahrscheinlich. Dann hier Minecraft.exe einfach draufklicken. Und ja, dann wird das auch schon gedownloadet. Ich habe das natürlich schon gemacht. Und für den Rest brauche ich eigentlich nicht wirklich so zu interessieren. Da komme ich vielleicht später nochmal in einem späteren Tutorial drauf zu sprechen. Genau, was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass das eine Tutorial-Reihe wird. Ich werde das nicht alles in ein Video packen, sondern ganz viele Tutorials zu machen für Anfänger. Genau. Also, ich gehe erst davon aus, ihr habt euch das gedownloadet. Dann schließen wir das erstmal. Und dann sieht das so aus, wenn ihr das dann auf dem Desktop bekommt. Dann einmal mit einem Doppelklick öffnen. Dann öffnet sich hier der Launcher. Dann sieht das so aus. Ich logge mich mal kurz aus. So, genau so wird das dann bei euch aussehen. Dann könnt ihr jetzt hier entweder die E-Mail-Adresse oder den Username eingeben. Das mache ich jetzt mal schnell. Und dann Login. Und schon eingeloggt und das Ganze sieht so aus. Dann sind hier ein paar Update-News. Und der Rest, der braucht euch überhaupt nicht zu interessieren. Eigentlich, also da kenne ich mich auch nicht so mit aus. Also es ist überhaupt eigentlich nicht wirklich wichtig. Und hier das Profile, das ist auch nur wichtig, wenn ihr später noch Mods installieren wollt. Und momentan ist Minecraft ja in der Version 1.6. Also die Versionen, die ändern sich. Also es wird immer mal wieder geupdatet. Es kommt ja bald wieder das neue Update 1.7 raus. Dauert zwar noch ein bisschen. Aber es ist ja bald wieder soweit.
Und wir haben jetzt aber die Möglichkeit hier bei Edit Profile, hier bei Use Version, da könnt ihr noch ältere Versionen ausprobieren. Hier, ich glaube, die 1.0 müsste die Beta sein oder die Alpha. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich spiele das erst seit der 1.2.5. Von daher kenne ich mich vorher nicht so aus. Aber falls ihr mal andere Versionen ausprobieren wollt, einfach hier auswählen und dann Save Profile. So, und dann können wir hier auch schon auf Play klicken. Und dann öffnet sich das. Ich merke gerade, ich habe noch ein Resource Pack drin. Das werde ich mal ganz kurz rausmachen, denn das werde ich in einem anderen Video erklären. Ich bin jeden Moment wieder da. Und zwar jetzt. Genau, so sieht nämlich das Standard Anfangsfenster, Dings da, Bums da. ja, so sieht das aus. Und ja, ich würde sagen, ich muss noch mal einen ganz kurzen Cut machen, denn ich bin so dämlich. Ich muss nämlich noch mal alles so machen, wie es dann aussieht, wenn ihr es gedownloadet habt, nämlich um euch das ein bisschen besser zeigen zu können. Also noch mal kurzer Cut. So, und schon bin ich wieder da. Nämlich, wenn ihr euch das Minecraft neu runtergeladen habt, dann wird das Ganze noch in Englisch sein. Und wenn euch das stört, könnt ihr hier auf diese Erdkugel klicken oder hier bei Options auf Language. Und dann können wir das Ganze auf Deutsch stellen. Ihr könnt es natürlich auch auf Englisch lassen. Es wird nämlich, falls ihr irgendwelche Minecraft-Videos anschaut oder so auf YouTube, dann werden ganz oft auch die englischen Begriffe benutzt. Das hat sich einfach so, ja, eingebürgert, sage ich erst mal. Es würde nämlich zum Beispiel keiner irgendwie klebriger Kolben, jetzt nur mal als Beispiel sagen, sondern da ist nur die Rede von Pistons. Also, ihr könnt das ruhig auf Englisch lassen. Es macht eigentlich keinen so großen Unterschied, aber ich habe es ehrlich gesagt lieber auf Deutsch. Ja, hatte ich halt schon immer so und deshalb stelle ich das auch immer auf Deutsch. So, ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann komme ich jetzt noch zu den Optionen, nämlich wie man das so am besten alles einstellt. Also wir gehen auf die Optionen. Und ich rate euch wirklich, macht als allererstes die Musik aus, denn ich finde sie wirklich richtig nervig und nicht wirklich schön. Also ich stelle sie immer auf aus. Ihr könnt sie ja mal anlassen und mal gucken, ob es euch gefällt und dann auch anlassen. Also mich stört sie wirklich richtig. Deshalb mache ich die immer als allererstes aus. Die Geräusche, also das ist halt wie laut so hier das Klicken zum Beispiel, wenn ich irgendwo draufklicke. Nee. Die Geräusche halt oder im Spiel die Sounds. Also wenn sie euch zu laut sind, einfach hier könnt ihr die runterstellen. Das könnt ihr auch, wenn ihr schon in einem Spiel drin seid, nochmal verändern. Maus umkehren würde ich immer auf auslassen, denn das ist irgendwie mal nach unten mit der Maus geht, geht das nach oben und so. Nee, also ich finde es voll komisch. Ich würde es immer auf auslassen. Und hier das Sichtfeld auch auf normal, denn das sieht sonst komisch aus. So, genau, hier der Schwierigkeitsgrad. Da gibt es einmal friedlich, einfach, normal und schwer. Falls ihr mal das Ganze ausprobieren wollt, ohne Hunger und ohne Monster und wenn ihr ziemlich schnell euer Leben wieder aufladen wollt, dann empfehle ich euch, probiert es einfach erstmal mit friedlich oder peaceful auf Englisch, denn das Ganze ist dann aus. Ja, auf dem anderen spawnen dann halt, also es erscheinen Monster. Ich gehe ja davon aus, dass ihr euch noch nicht so auskennt und deshalb werde ich jetzt mal noch nicht so in Anführungszeichen Fachbegriffe versuchen zu verwenden. Also, sie erscheint, also gibt keine Monster und auch keinen Hunger und so. Und das ist halt, je nachdem, auf was für eine Schwierigkeit ihr spielt, manchmal so die ersten Tage ziemlich schwer. Also ich mache meistens so anfangs, also die ersten Tage und so normal und stelle das dann irgendwann im Spiel dann auf schwierig. Und das könnt ihr ja selber mal sehen. Ja, Touchscreen-Modus,
ist wahrscheinlich nur, wenn ihr ein Touchscreen habt, logischerweise. Also könntet ihr auch anstellen, aber bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, denn ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Ich habe keinen PC mit Touchscreen. Na, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu den Grafikeinstellungen. Und zwar die weiche Beleuchtung könnt ihr auch umstellen. Ich würde sie auf Maximum stellen, denn das sieht wirklich gut aus. Allerdings, wenn ihr einen nicht so guten PC habt und es wirklich die Leistung nicht gut ist, würde ich euch raten, macht sie lieber aus. Ja, die 3D-Effekte sind ein bisschen komisch, die lasse ich immer auf aus. Denn das sind einfach irgendwie so komische rote Teile. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. 3D sehe ich da überhaupt nicht. Deshalb würde ich es immer auf auslassen. Und dann die GUI-Größe, das ist, wie groß hier dieses ganze Dings da ist, ne? Also, ich mache es erstmal klein, da seht ihr schon, was sich da verändert hat. Ich habe es halt immer auf automatisch, dann passt sich das immer an, je nachdem, wie das halt gerade so ist, ne? Genau, Helligkeit würde ich auch immer auf hell machen. Denn man muss ja auch so in Höhlen und so. Und wenn man dann in der Höhle ist und es steht auf düster, dann sieht man wirklich überhaupt nichts. Also ich gebe euch den Tipp, macht es auf hell, denn sonst werdet ihr überhaupt nichts sehen. So, die Partikel, die werden zum Beispiel bei Lava oder Wasser oder irgendwie sowas ausgestoßen. Und auch wieder, falls ihr einen leistungsschwachen PC habt, dann würde ich sie auch auf ausstellen oder auf verringert oder minimal. Ausgibt gar nicht, merke ich gerade. Auf jeden Fall, ich finde es ganz cool mit Partikeln, deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt und einen guten PC, dann lasst sie an. Hier Vollbild ist ja logisch. Könnt ihr Vollbild an- oder ausmachen. Ich kann es erst nicht anmachen, denn sonst wird mein Bildschirm schwarz. Also im Video. Genau, die Sichtweite. Die können wir einstellen. Entweder weit, normal, gering oder winzig. Das hängt auch wieder von der Leistung von eurem PC ab. Also, es ist halt, wie weit man sehen kann. Und wenn es auf ganz weit steht und euer PC ist wirklich schlecht, dann sollte es ziemlich ruckeln und so. Und das ist ziemlich nervig. Also, ich kann es auf weit stellen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, falls ihr die Probleme habt und es ruckelt im Spiel oder es laggt oder so, dann stellt einfach mal die Sichtweite runter oder die Partikel. Dann müsste das besser werden. Und damit hat nämlich auch die Leistung was zu tun. Ich würde es immer auf maximale FPS stellen. Also die FPS sind die Frames per Second. Also wie viele Bilder pro Sekunde da erscheinen. Und wenn das halt auf maximal ist, ist die Leistung am besten. Genau, Gehbewegung ist halt so, dass der Arm mitwackelt, wenn man läuft. So wie man halt läuft. Ich hatte sie eine Zeit lang immer aus. Als ich sie dann angemacht habe, war das ein bisschen komisch, fand ich. Also so erstmal. Deshalb gebe ich euch den Tipp, lasst sie von Anfang an. Dann müsst ihr euch nicht irgendwie, also dann finden würdet, müsst ihr das nicht irgendwann komisch finden, wenn ihr sie dann doch mal anmacht. Oder so, keine Ahnung. Also ich würde sie auf jeden Fall anlassen. Dann mit dem erweiterten OpenGL. Keine Ahnung, was das ist. Ich lasse es immer auf aus. Keine Ahnung. Genau, hier könnt ihr die Wolken an- oder ausmachen. Servertexturen. Auch könnt ihr hier auch an- oder ausmachen. Und zwar ist das, wenn man auf einem Server beitritt, dann, also dieser Server, der kann ein bestimmtes Texture Pack festlegen. Und wenn man dann auf dem Server beitritt, kann man dann gefragt werden, ob man dieses Texture Pack runterladen will. Und das wird man halt nicht gefragt, wenn man das auf Ausstehen hat. Genau, das Wiesync, keine Ahnung, verwenden.
lasse ich immer auf aus. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht mit aus. Deshalb lasse ich es immer auf aus. Genau, dann die Steuerung. Das sind die Tasten, die ihr belegt. Das hier müssen die Standard-Sachen sein. Standardtasten. Nur das Schleichen immer auf Links-Shift steht bei euch. Ihr könnt ja mal gucken, mit welchen Tasten ihr am besten so zurechtkommt und könnt euch das ja dann einstellen. Das könnt ihr auch nochmal in-game, also während das Spiel, während ihr im Spiel seid, könnt ihr auch umstellen, also wenn euch irgendwas stört. Ja, dann Sprache hatten wir schon. Dann Mehrspielereinstellungen. Das ist einfach, also es hat auch was mit dem Einzelspieler zu tun, also Singleplayer. Denn es ist der Chat. Den kann man nämlich im Singleplayer auch benutzen. Und deshalb würde ich den immer auf Zeigen lassen. Und also es kann auch mal passieren, dass welche farbige Schrift verwenden im Mehrspielermodus. Deshalb würde ich die Farben auch anlassen. Also wenn euch das stört, könnt ihr den natürlich ausmachen. Weblinks ist halt, wenn da jemand einen Link hinschreibt, dass ihr dann direkt da draufklicken könnt und dann wird das bei euch im Internet geöffnet. Also wenn ihr das auf ausstellt, geht das halt nicht. Dann die Deckkraft ist, wie stark ihr das seht. Manchmal ist es bei 100% ein bisschen lästig. Deshalb habe ich das auf 30% runtergestellt und links bestätigen lassen. Ja, keine Ahnung. Ich lasse es halt mal auf an. Dann die Skalierung ist die Größe, oder? Stimmt das? Bin mir gerade gar nicht sicher. Müsst ihr einfach mal rumprobieren. Auf jeden Fall, ich lasse es auch immer auf 100%, ist glaube ich so das Beste. Dann die Höhe, da würde ich auch nichts wirklich dran verändern, außer dass es euch wirklich zu groß. Ja, genau, da könnt ihr die Höhe und Breite und so einstellen. Also ich finde es eigentlich so gut, wie es Standard ist. Falls es euch zu groß ist, könnt ihr es ja kleiner stellen, aber ich finde es so gut. Genau, der Umhang ist, also man kann sich da einen Umhang irgendwo kaufen. Ich glaube, wenn man für Optifine spendet oder so, und dann kriegt man so einen Umhang. Und wenn man das auf ausstellt, dann wird der halt nicht angezeigt. Aber wenn es auf an ist, also bei Mehrspieler-Servern. Und wenn es aber auf an ist, dann wird das gezeigt. Genau, dann die Resource-Pakete. Das sind halt die Texturen. Wie die Texturen aussehen, das war nämlich das, was ich am Anfang schnell umstellen musste. Und zwar gibt es da verschiedene Resource-Packs oder auch Texture-Packs genannt. Ich stelle jetzt einfach mal auf Sfax, BOBD Curve. Da kann ich euch den Link auch nochmal unten in die Beschreibung stellen, falls euch das gefällt. Und ihr habt jetzt schon gesehen, es sieht alles anders aus. Hier, also es hat sich alles verändert und auch im Spiel drin, die Blöcke und so, alles anders. Also könnt ihr ja auch mal mit rumprobieren und falls ihr welche schön findet, runterladen. Da kann ich auch noch mal ein Tutorial drüber machen, wie man die installiert. Das kommt dann auch in den Anfänger-Tutorials. Die anderen müssen das eigentlich alle wissen, aber kann ich machen. Aber ich stelle es jetzt noch mal auf Default, also Standard, damit euch das nicht irgendwie verwirrt, wenn ich dann im Spiel drin bin. Das ist besser so, denn ich bin mir sicher, dass viele von euch am Anfang erstmal nur mit dem Standard spielen werden. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Datenerhebungseinstellungen. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Hier könnt ihr euch ja mal durchlesen. Das sind Informationen über den Computer, die komischerweise bei mir manche überhaupt nicht stimmen. Also ich weiß auch nicht, was das bringen soll, angeblich um das Spiel zu verbessern und Kenntnis größerer Problemquellen verbessern zu können und so weiter. Aber ich, ehrlich gesagt, vertraue ich dem Ganzen nicht so hundertprozentig und deshalb stelle ich das alles immer auf aus. Dann können also die Sachen, die über meinen Computer gesammelt haben, können dann nicht von denen gelesen werden. Also deshalb würde ich das auf jeden Fall immer auf Ausstellen. Und na, dann war es das jetzt zu den Optionen. Ich würde sagen,
Das war's von dem ersten Tutorial von der Anfänger-Tutorial-Serie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. In der nächsten werde ich dann mal so das Einzelspieler ein bisschen näher erklären. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Tschüss.